Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde 7 Days to Die mit dem Dossman und dem Spawny. Hallo, guten Abend. So. Ja, der Spawny und ich haben heute 12 Stunden Umzug gemacht. So. Ich kümmere mich mal um die Begrünung. Genau, und wir wollen ja den Todesstreifen weiter vorantreiben, ne? Und ich glaube, ich lag heute 12 Stunden auf der Couch. Weißt du? Der aber hat halt. Ist auch irgendwann ihr müsst halt dazu sagen, der Dossman, der hat sich heute ein bisschen um den Umzug gedrückt halt. Der wollte uns auch helfen, aber der meinte halt. Ich hatte den ganzen Tag zu tun. Ja. Ja, der meinte halt echt, dass ich den Knöchel brechen muss. Krass, ey. Echt, und da auch das, der meint halt auch, dass irgendjemand von uns ihm das abgenommen hätte. Ja? Weißt du, Fotos im Krankenhaus machen kann jeder, ey. Und sich so eine Hautfalte zusammennähen. Boah. So voll der Aufwand, so. Ja, Leute, wir machen das. Ich alles bei Shurgard ein und dann kann Thomas den Umzug nachholen. Genau. Habt ihr mal gesehen, was diese Body-Modification-Typen machen so zum Teil? Ja, das ist auch schon ziemlich heftig, ne? Ja, ist schon... Wow. Ich finde ja schon die Leute, die sich Hörner in den Kopf schrauben lassen, ziemlich merkwürdig. Weil ohne Scheiß, wie fühlt sich das denn bitte in deinem Schädelknochen an, wenn du damit mal hängen bleibst? Oder da auch schon dran hebelst so ein bisschen? Ich will mir gar nicht vorstellen, wie ich das anfühle. Das fühlt sich ja bestimmt furchtbar an. Ich glaube, das ist gar nicht mit der Schädeldecke verbunden. Doch. Die sind nur unter der Haut implantiert. Ja? Die sind, also ich habe mal einen gesehen, der hat sich halt Gewinde in den Kopf einsetzen lassen, um ich dann glaub, da die Hörner... Aber nicht im Knochen. Ich glaube, du hast dann nämlich so eine Platte unter deiner Kopfhaut einfach. Da kannst du dann Sachen einschrauben. Also ich meine bei da ihm... Da ist dann auch immer ein kleiner Buppel. Also ich meine, bei ihm wäre das im Schädel gewesen. Ich kann mich jetzt irren, aber ich bin da eigentlich relativ sicher. So, mega krank, sowas, ey, boah. Ist ja auch sehr nah am Gehirn, ne? Ich meine, du machst ja Ja. Ich sag mal, wenn man hängen bleibt, dann sind... Dann aber richtig so, ne? Ich sag mal, hängen geblieben, sag ich mal. Ja, voll Asitoni, Fotze. Kennt er doch wohl noch, oder? So ein Classic mittlerweile. Boah, noch nie, auch nur länger als 30 Sekunden gehört. Nee, ich habe schon mehrmals ganz gesehen, weil es ist einfach so lustig. Nee, es ist so ultra behindert, das kann ich mir einfach nicht angucken. Ey. Nee, das ist ja nicht ernst gemeint von ihm. Ja, aber es ist halt trotzdem so ultra behindert, dass ich mir nicht angucken kann. Der ist schon krasses Fremdschämen. Der geht damit so. Aber ich fand halt mega geil, ey. Ich habe das voll gefeiert. Ist halt so ein bisschen wie die Lutsch mein Schwanz-Texte von Kool Savas, weißt du? In echt denkst du auch nicht so. Aber trotzdem sind die Tracks dann lustig. Ja, das war eine coole Zeit eigentlich. Ja, ne? Ja, ey. Ja. Ich war ja neulich auch. Justin Bieber. Ich war ja neulich auch im Kool Savas-Konzert, ne? Und der wollte nicht das Urteil machen. Das macht er nicht mehr. Ja, keine Ahnung, weil er jetzt so alt ist oder so, oder ihn halt aufregt, hat die Leute seinen alten Scheiß viel mehr feiern als den neuen, keine Ahnung. Hast du da Bier geschmissen? Nee. Aber das Lustige war, die Halle hat bestimmt 6-mal zwischendurch immer Urteil, Urteil, Urteil gerufen, so weißt du? Alle wollen das hören, macht er aber nicht. Tja, haben wir noch Spikes irgendwo? So mal, das ist ganz blöde Frage. So. Ja, vor der Tür, hinter der Mauer und so. Ja, so soll ich die umsetzen dann? Soll ich abbauen? Ja, wir brauchen die jetzt hinten. Wir können die ja immer wieder ab- und aufbauen, je nachdem, von wo die Zombies kommen. Da müssen wir nicht so viel Material einsetzen. Wie so ein Force Field bei Star Trek. 50% auf die Schilder hinten und so. Genau, bauen wir dann schnell um. Genau. Boah. Wie baue ich denn die Scheiße nochmal? Heißen die aus... Wo müssen wir denn hin? Rechts oder links? Wenn du rauskommst? Ja, ich bin jetzt gerade hinterm Haus. Ach so. Ja, einmal ganz rum, ne? Ist der Boden denn schon bereitet? Ja, den habe ich gerade schon vorgemacht. So sieht's nämlich aus. Hier auf der Seite sieht das sehr schlecht aus. Wo? Links, also ich war, wenn du rauskommst, rechts quasi. No, wo bist denn du hier? Gut, dass er eine Taschenlampe hat. Oh ja. Ich vergesse die immer anzumachen. Ja, ist natürlich auch gut. So. Ja.
Boah, es ist immer so dunkel, dieses Spiel. Ja. Übrigens, das ist eine Taschenlampe. Ach so. Aber jetzt rennen sie, oder? Keine Ahnung, ich sehe keine. Oh, in 10 Minuten. In-game. Um Viertel nach oder was? Oder wann? Mhm. Okay, ja. Okay. Ah, cool, so ein Birdnest muss man auch mit der Kettensäge zerstören. Sonst ist das viel zu hart für deine Hände, also. So. Danach kannst du doch einfach wieder platzieren, oder was? Nee, das ist platt einfach. Ah, das sind diese. Ah, ich verstehe. Schade, aber das wäre geil. Dann können wir immer wieder voll viele Federn ernten zu Hause. Ja, wäre cool, wenn die sich auf deinem Dach niederlassen könnten oder so. Ja, ne? So ein Storchennest machst du dann dahin. So, wie weit muss ich denn noch? Ach, noch eine Reihe. Oh Mann. So. Also im Süden habe ich jetzt auch gleich die 4 Reihen fertig. Oh, jetzt habe ich keinen Sandstein mehr, for real, ey. Oh. Okay. Weißt du, vor allen Dingen schneidet, macht er diesen Wood Spike aus 3 normalen Woodlocks, ne? Ja. Oh, die rennen schon. Ich habe gerade was gehört. Ich gehe lieber rein. Also, so geht's nicht. So, Sandstein. Was machst du eigentlich, Thomas? Ich suche eine Schrotflinte. Thomas und seine Schrotflinte. Mitgebracht. Du hast mir lange mitgebracht, ne? Lange Teile. Ja, 6 Stück. Sind die vorne in den Oh, ja. Zombie im Hof. Ja, mach was. Na, er rennt schon. Er hat ein bisschen Angst vor Kettensäge anscheinend ab jetzt. Oh! Ey, hau mich doch nicht! Ich bin doch fast tot mit einem Schlag, du Opfer, ey. Also beim nächsten Schlag bin ich dir. Ich bin doch fast tot, du Opfer. Ja. Ich bin mit einem Schlag tot, du Opfer. Das wäre eigentlich noch der bessere Satz gewesen. So, aber ich gehe jetzt trotzdem natürlich todesmutig raus. Wo man ja beim Respawn von todesmutig nicht reden kann, eigentlich. Todesfreudig. Sind ja auch erst Tag 3, ja. Ja, noch. Wart mal ab, ich eile Leute nachts hier 4-5 Stunden drauf. Dann sind wir rucki-zucki wieder. Wie immer. Genau, aber in der Zeit mache ich nichts. Doch essen, dann kommst du endlich mal zu live. Nee. Bestimmt ist einfach nur regelmäßig. Mit das realistisch bleibt. Ja, damit er nicht nach dem ersten Hit tot ist. Ach, ich doch nicht. Also 2 brauchst schon, wenn ich voll bin. Ja, ich bin ja, ich bin ja Tank, David. Aha. Weißt du doch. Also. One hit wonder, viel mehr. Wisst ihr, was cool wäre? Nee. Ein Steg, der so in ein Meer von Stacheln führt, dass man in der Mitte auf dem Steg stehen kann und die rennen von außen auf diesen Steg zu. Ja, kann man doch. Das kann man machen. Ja, das wäre cool. Easy going. Bist du gerade echt an den Stacheln gerippt? Vielleicht. Aber ich glaube, das war der Thomas. Er vertust sich mit mir. Nein, hallo. Mir passiert sowas gut. Ja nicht. Ich bin ja der Spike-Händler quasi. Also. Mich hier verletzen würde. La 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 la. Ah, Thomas hat seine Schrotflinte wieder. Ja. Man hört es sofort. Ich glaube, ich bin in dem Spiel noch nie gestorben. Was? Doch, ja. Du bist, ja. Doch. Irgendjemand von uns hat dich doch mal erschossen. Oh. Hab ich dich nicht mal erschossen? Könnte mich nicht entsinnen. Ach ja, der David hat dich auch erschossen. Ach. Letztens, also. Ihr habt euch gegenseitig erschossen. Nee. Ist auch blöd gelaufen, eine Schießerei, ne? Aber kommt doch mit dem Messer. Ja, okay. Was schreit denn hier so? Hier schreit niemand, das ist Feindpropaganda. Oh, da ist sie! Hinter uns! Was, die Horde? Nein. Nur eine. Thomas, lass dein Instrument erklingen. Nee, nix. Ich sehe niemanden. Guck mal, wenn die Zombies wirklich kommen, dann könnten wir den ersten postapokalyptischen Shotgun-Musikverein gründen. Dann schießen wir immer so Melodien. Genau, also verschiedene Ladungen für einen anderen Ton zum Teil. Ja, oder halt verschiedene Schrotflinten. Hat halt jeder halt nur einen Ton so.
Plus noch so eine Handschotti, so eine abgesägte. Das wäre doch eigentlich ein cooles Projekt. Ja, lass das machen. Jetzt müssen wir nur noch für eine Apokalypse sorgen. Wie machen wir das am besten? Oder wir müssen. Wir brauchen ein Virus. Ja. Ted, kannst du da eins kreieren? Nee, ich habe eigentlich mal geplant, dass... Du hast doch Zugang zu einem Labor. Roffel, ey. Ich habe eigentlich mal geplant, dass mein Sohn Biochemiker oder Biologe wird oder Virologe. Ja. Dann kann ich dann mit dem Zombie-Virus die ganze Welt erpressen, verstehst du? Du solltest ihn so jung, also so bald wie möglich in ein Zimmer einsperren mit so Biologiebüchern und so. Damit er nichts anderes zu lesen hat. Ja klar, damit er so ein richtiger Nerd wird. Und hast du Freunde? Was? Ja. Und dann schreit sie in den Kopf. Genau. Alles abschauen. Alles abschauen. Oh mein Gott. Alles abschauen direkt. So. Oh, Javid, schaffst du die drei noch hier so? Ich hab die leider schon platziert. Hab ich noch mehr? Ja, noch zwei Stacks, geil. Ich hab mehr Angst vor den Kakteen hier als vor den Spikes. Als vor den Zombies auch, ne? Ja, so ein bisschen. Können wir nicht eine riesige Kakteenzucht machen? Das wäre auch cool. Wenn das gehen würde. Noch so ein bisschen. So eine riesige Hecke aus Kakteen dann einfach. Ich glaube, manche Wellnessanlagen verkaufen gerne so Kakteenwasser oder so. Echt? Ja. Oder? Ja. Ich glaube schon. Aber manche Drogendealer machen das auch, habe ich mal gehört. Ja. Verkaufen dann auch so Kakteen-Zeug, weißt du. In Südamerika wird das ja viel gegessen, ne? Ja, ich kenne mich mit Drogen nicht so aus. Ja, ich auch nicht, aber was man sich halt so aneignet, ne? Beim Konsum. So hinterher auf seinen Reisen. Was man sich so aneignet auf seinen Konsumtrips in verschiedene Länder. Und dann noch einen Schamanen überreden muss, dass er ihm die volle Dosis gibt. Ich muss ihn anschreien. Ja. Es gab doch mal, ich weiß nicht, ob es ein BBC-Reporter war das. Der hat das doch mal gemacht. Der hat doch mal bei so einem schamanischen Ritual in Südamerika mitgemacht und auch was von diesem Sud da getrunken, den die immer trinken. Oh Gott. Und, ja, und er hat aber nur eine 1:10-Mische sogar bekommen, weißt du? So 10% von dem, was die nehmen, und war total fertig. So. Hat dann zwischendurch gedacht, er muss sterben und so halt. Ach, das war Ayahuasca, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, ja. Wo die dann, wo ein... einmal trippen die wohl super stark. Und die müssen richtig krass kotzen die ganze Zeit. Ja, cool. Würde ich auch gerne mal nehmen. Super. Hört sich aber irgendwie auch, hart nach Alkohol an, ne? Ja, weiß nicht. Ich glaube, das ist schon so ein gutes Stück härter. Ja, auf jeden Fall, ey. Also, was ist das denn? Guck mal, hier sind nochmal Spikes drunter. Was ist denn hier los? Den nicht wegmachen. Was machst du denn? Ich wollte dich da reinfallen lassen in ja, die Spikes. Ja, hau mal ab, ey. So, zu. Zack. Hast du schon alle abgegrillt, David? Ich habe jetzt hier gerade Sätze, welche auf der anderen Seite. Ja. Weil da keine mehr kamen. Sutele. Hetele. Ja, man sieht schon, wo die Baustellen sind, ne? Oh, das Gebäude sieht doch von fern sehr gut aus, durch die beleuchteten Fenster. Ja, das sieht super cool aus, ey. Geh mal hier auf den Wasserturm. Wo ist denn der Wasserturm? Ach, da hinten. Ja, man sieht das schon von hier, ey. Ist schon ein sexy Teil, also kann man nicht anders sagen. Ja. Sollen wir vielleicht als nächstes mal so als Essener die Villa Hügel nachbauen hier drin? Habt ihr Lust? Hier drin. Ja, so in dem Spiel drin halt, ne? So, ich dachte, wir bauen ein Gebäude. Da drin bauen wir dann die Villa Hügel. Boah, das wird schwer. Dann können wir sie eigentlich nur stilisiert darstellen. Hab ich letztens noch eine Reportage... Wir bauen eine 1:1 Replika. Habe ich letztens mal eine Reportage drüber gesehen. Die war ja... Die hat 5 Millionen Euro damals gekostet, ne? Und das war wohl damals wahnsinnig viel Geld, 1800 noch was. Also 5 Millionen ja, Mark da oder was das. Bereinigt, weißt du? Ja, voll krass, ey. Und dann hat er dieses Haus gebaut und wollte da aber auch so eine Lüftungsanlage drin haben, ne?
war für 1860 revolutionär, so, ne? Und dann hat, bing, das ist nur, wenn Thomas Mikro ausgeht und wieder an. Und dann haben die da tatsächlich eine Lüftungsanlage eingebaut, die war aber so laut, dass man im ganzen Haus immer so ein Hämmern gehört hat. Im ganzen Haus einfach. Dann konnte man die halt dann doch nicht betreiben und dadurch hat es aber dann ständig gezogen da, dass man eigentlich gar nicht leben konnte, so. In dem 1800 Quadratmeter Haus. Wo sind die Zombies? Das ist sehr ärgerlich. Also ja, ist blöd gelaufen, so, ne? Ja. Hups. Ey, jetzt wirklich so eine Zombie-Frau bis hier vorne ans Fenster geschafft? Nein. Wo? Ja, hier. Rechts im Haus. Geht doch kaputt. Aber du brauchst sie nur so ganz kurz ansägen, dann. Ah, hinterm Haus sind einige gerade. Ja? Dann säge ich mal noch ein bisschen in der Luft rum hier, damit die alle kommen. Ja? Komm mal schön über die Stacheln gerannt, ihr Opfer. Ja, jetzt passt das perfekt. Wenn die jetzt hier ankommen, dann sterben die, also diese normalen Zombies. Haha. Oh, der Thomas, bist du draußen oder was, Thomas? Hey, bist Thomas, du drin? Ich bin drin, ja. Links, ja. Hättest du nichts gesagt, David. Beim Thomas? Wie rennen die denn? Ja, weil es Nacht ist. Oh, ein Spider-Zombie. Das ändert sich. Oh, ich hab den Spider-Zombie mit der Kettensäge erwischt, ey. Aber ich glaube, die Sonne geht bald auf, oder? 4:23. Sind denn hier welche? Hier sind aber gar keine mehr. Weißt du, lauter als die Kettensäge kann ich nicht. Du musst dir noch Fleisch an die Hüften hängen. Wir sollten einfach Fleisch am ganzen Haus außen verteilen. Ja, wäre cool, wenn man die anderen Zombies einfach davor liegen lassen könnte, die rotten und... Und locken noch mehr an. Genau, du musst die dann einfach verbrennen am Tag oder so, damit die was nicht. Schon gut. Ich habe eigentlich drauf gewartet. Ich wollte diesmal nicht einzählen und einfach anfangen. Weißt du? Ja. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde 7 Days to Die mit dem Dossman und dem Spawny. Hallo, guten Abend. So. Ja, der Spawny und ich haben heute 12 Stunden Umzug gemacht. So. Ich kümmere mich mal um die Begrünung. Genau, und wir wollen ja den Todesstreifen weiter vorantreiben, ne? Und ich glaube, ich lag heute 12 Stunden auf der Couch. Weißt du? Der hat halt auch irgendwann ihr müsst halt dazu sagen, der Dossman, der hat sich heute ein bisschen um den Umzug gedrückt halt. Der wollte uns auch helfen, aber der meinte halt, ich hatte den ganzen Tag zu tun. Ja. Ja, der meint halt echt, dass ich den Knöchel brechen muss. Krass, ey. Echt, ja. Und da auch das, der meint halt auch, dass irgendjemand von uns ihm das abgenommen hätte. Ja? Weißt du, Fotos im Krankenhaus machen kann jeder, ey. Und sich so eine Hautfalte zusammennähen. Boah. So voll der Aufwand, so. Ja, Leute, machen das. Ich alles bei Shurgard ein und dann kann Thomas den Umzug nachholen. Genau. Habt ihr mal gesehen, was diese Body Modification Typen machen so zum Teil? Ja, das ist auch schon ziemlich heftig, ne? Ja, ist schon